Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. So. Moin moin, ihr Landratten. Was geht und willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin gerade mit dem Taxi hier hinter mir hergefahren. Und nicht wie sonst mit dem Transporter, denn wie ihr im Titel ja schon gelesen habt, heute hole ich mein neues Motorrad ab. Ich bin mega aufgeregt, ich freue mich sehr. Helm habe ich natürlich dabei. Ich bin voller Freude und wir gehen jetzt bei KTM rein. Angekommen bei Bergmann und Söhne. Sascha, hallo, was geht? Ich bin super aufgeregt jetzt und das Ding ist, hinter euch steht schon die Karre und du hast sie richtig schön abgedeckt. Ich liebe das. Ich bin ja Sascha, ich bin ja eigentlich Stammgast hier. Ich bin ja eigentlich quasi jede Woche hier und da steht die Karre. Guckt es euch an. Schön versteckt, eingedeckt, aber wir machen das jetzt gleich zusammen auf. Und das Geile ist, ich habe ja Helm und so dabei, das heißt, die erste Fahrt wird gleich schon sein. Du hast die Karre schon gesehen, oder? Ich noch nicht. Ich weiß nicht mal, welche Farbe die hat. Aber ich würde sagen, die Leute, ihr wollt es alle sehen, ich will es auch sehen. Lass es uns einfach abziehen, oder? Hilfst du mir wie immer? Natürlich. Ach, das liebe ich, genau. Das ist immer schön. Das heißt, ich positioniere mich hier ungefähr und dann ready when you are. Let's go. Guckt euch das an. Es ist geworden die neue Super Duke 1290R. Guckt euch das an. Geil, vor allem... Jetzt bleibst du hier hängen, oder was? Du versaust den schönen Moment. Nein, Quatsch. Es ist das Silber geworden. Silber-Orange. Hier schön mit der orangenen Flanke. Und dann hier so ein metallic-silberner Tank. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Ja, ne? Sieht genau. Echt aluminiummäßig aus. Sehr schön. Finde ich richtig geil geworden. Ich finde es auch richtig geil, dass ich dann mal eine andere Farbe habe. Das wäre zum Beispiel die andere Farbe, ne? Also es gibt sie dann noch in dem Blau. Dieser Tank war ja schon in der Farbe auf dem letzten Modell. Genau. Ich finde, sieht auch sehr geil aus hier mit dem Schwarz auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch mal geil, was Neues auszuprobieren, weil wir werden die Karre ja eh folieren. Das heißt, wir werden dann noch ein neues Design dafür machen. Das wird ganz interessant. Ich wüsste gar nicht, welche ich geiler finde. Vielleicht sogar die blaue ein bisschen besser. Aber also das ist halt auch sehr schön. Ne? Welche gefällt dir besser? Schwer zu sagen. Ich finde das mit dem Silber, mit dem Matten richtig lecker. Auch, dass sie das mit einlackiert haben. Und das ist kein Aufkleber, das ist wirklich reinlackiert. Ach, stimmt. Ja. Das ist ja echt richtig geil. Ich muss aber sagen, der Tank mit dem Schwarz hätte mir wieder gut gefallen. Stimmt, also so eine Kombi sozusagen. Kombi daraus, ne? Ja. Ja, dann lass es das kurz umschrauben, oder? Was ich jetzt gemacht habe, genau. Und der schwarze Heckrahmen. Vorher hatten wir grau, das silbergrau das und stimmt. Schwarz. Das sieht da richtig geil aus. Da fand ich das Silber ein bisschen altbacken. Ja, sehr schön. Dann natürlich, waren orangene Felgen vorher auch schon? Oder waren die schwarz? Die waren schwarz, ne? Orangene Felgen sehen auch sehr geil aus. Gerade mit dieser Einarmschwinge hier hinten. Ja. Das finde ich extrem schön. Und? Ja, sonst ist es einfach, ist eine Super Duke, ne? Es ist natürlich klar, für mich... Es ist natürlich so ein anderer Auspuff. Hier so ein kurzer Kennzeichenhalter und die Spiegel nach unten. Es das ist ja Anfang der Saison und du hast ein weißes Blatt Papier, wo du wieder anfangen darfst. Das stimmt. Und genau. Aber das ist halt, das ist eine geile Basis, um hiermit ein geiles Design zu machen. Ne? Da werde ich dann in den nächsten Wochen auch noch mal ein paar Videos zu machen, weil es gibt von KTM-Richtung was ganz Geiles Richtung Design. Da wird es dann aber noch gesonderte Videos zu geben. Aber für mich, ich habe schon so die ersten Ideen, wenn ich hier so dieses Silberne sehe. Da ist auf jeden Fall was machbar. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Fotos. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Ich mache noch ein Reel, ein TikTok. Und dann warten wir nicht lang, sondern fahren die Maschine gleich raus. Weil ich glaube, ihr wollt auch sehen, wie ich die Maschine fahre. Deswegen steigen wir aufs Bike, setzen den Helm auf. Let's go. Helm ist aufgezogen. Wir stehen jetzt vor der Maschine. Und ich freue mich jetzt wie Sau auf die erste Fahrt. Das Problem ist, die geht noch gar nicht an. Mir fehlt noch was. Wir haben was vergessen. Den Schlüssel. Dankeschön. Hier ist das gute Stück. Ihr wisst ja, Keyless Go, das heißt, man muss den nur dabei haben. Und schon geht die Karre an. Ich hatte noch eine. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie das geht. Ich bin auch ein Idiot, echt. So, und jetzt hier mit der Sondererlaubnis schlechthin, die im Laden hier zu starten. Oder? Also sage ich jetzt einfach mal. Oh, schön. Keiner am Telefon, sagt er. Hier hört man direkt die 1290 Kubik, 180 PS. Oh, ist das schön.
Geil, sehr nice. Um das ganze Zeug werden wir uns noch kümmern. Ich habe sie ja jetzt erst abgeholt. Österreichisches Kennzeichen nochmal für die, die es nicht wissen. Das ist natürlich ein Pressebike von KTM. Das heißt, ich werde die jetzt für, ich glaube, 12 Monate haben. Darf aber alles damit machen, umbauen, damit fahren. Das ist sehr geil. Und jetzt steigen wir rauf. Sascha, ich danke dir. Du musst noch das Ding hier von mir rausmachen. Und ein schönes Wochenende. Und wir fahren hier aus dem Laden raus. Ist das ein geiler Moment hier. Oh, es ist wieder wild, auf einer Super Duke zu sitzen. Ah, schön. Also ich muss sagen, gerade auch draußen, das ist schon echt eine sehr, sehr geile Optik hier. Und das KTM-typische Orange ist natürlich auch am Start, immer ganz wichtig. Jetzt fahren wir hier die ersten Meter. Es ist doch noch etwas kalt. Aber sehr, trotzdem sehr angenehm gegenüber zu der Zeit vor Thailand, als ich hier in Hamburg noch rumgefahren bin. Da war es richtig kalt. Bitte vergebt mir auch wieder die fehlende Schutzkleidung. Ich habe eine ordentliche Protektorenjacke an, das ist schon mal ganz gut. Das ist ein guter Start nach Thailand jetzt. Der Anfang wird natürlich noch besser. Ich habe jetzt meine Protektoren-Jeans nicht gefunden irgendwie zu Hause. Und dann wollte ich schnell los und dachte mir, ach, jetzt, ich muss da jetzt hinfahren, sonst bin ich schon wieder in Kroatien und kann die Karre gar nicht holen. Deswegen dachte ich dann lieber so als gar nicht. Ah, ist das schön. Also ich muss wirklich sagen, Super Duke ist natürlich ein absolutes Schiff. Das ist das Nonplusultra von KTM. Die hat Leistung ohne Ende, die hat Power. Guck mal, hier kommt gleich auch eine andere KTM, eine Adventure entgegen. Und wie kann man den Tag heute schöner nutzen, als dieses Motorrad abzuholen? Kurz bevor es wieder nach Kroatien geht. In Kroatien geht es ja dann wieder auf die Rennstrecke. Endlich mal wieder die E1 bewegen. Das wird auch wieder geisteskrank mit dem Sound. Aber man merkt natürlich schon, dass sie so ein bisschen leiser ist als zum Beispiel meine Karre davor, die Super Duke. Die hatte ja eine Acra-Anlage dran. Hier habe ich jetzt dieses Mal was anderes vor. Das werde ich noch nicht verraten, aber da habe ich was Geiles, Geiles vor, was Auspuff angeht. Oh, Quickshifter und Blipper natürlich auch wieder am Start. Das ist auch sehr geil bei so einer Karre, wenn man damit, gerade wenn man auch in der Stadt unterwegs ist oder so, wenn man hier die Kupplung gar nicht braucht, zack in zweiten, zack in dritten, zack in zweiten. Das ist immer ganz geil, dass man hier keine Kupplung die ganze Zeit benutzen muss. Das ist schon sehr schön und sehr angenehm. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir alles hier mit der Super Duke zusammen erleben werden. Da werden natürlich viele, viele Videos kommen, viel Content zu. Die erste Amtshandlung wird sein, mir irgendwelche Teile zu bestellen, gerade diese Spiegel abzumachen. Wobei die jetzt nicht so schlimm sind, aber so diese Spiegel hier unten, die machen das Motorrad einfach um einiges schöner. Und deswegen müssen die sofort umgebaut werden. So, da filtern wir uns mal so ein bisschen vor. Da wird auch schön Platz gelassen. Die Leute wissen, Motorradsaison hat angefangen, es geht jetzt wieder los, beziehungsweise im April spätestens, in ein paar Tagen, geht ja die Saison richtig los. Da hat dann ja wirklich jeder Saisonfahrer wieder sein Maschinchen. Also, die Power ist echt wieder krass. Das ist wirklich jedes Mal wieder, wenn ich so auf so eine Super Duke steige, denke ich mir, es ist unglaublich, was die für eine Leistungsentwicklung hat. Mit so viel Newtonmeter, mit so viel PS, das ist echt Wahnsinn. Und kann ich nur echt immer wieder sagen, ich finde es sehr gut, dass man die nicht sofort mit 18 fahren kann, weil hier drauf ist es sehr leicht, sich zu verletzen oder gar Schlimmeres, sich tot zu fahren. Weil du einfach nur kurz am Gang ziehen musst, kurz am Hahn hier, zack, und dann bist du so jenseits von Gut und Böse unterwegs. Aber man muss schon sagen, früher war das natürlich alles eine ganz andere Nummer. Da war das alles noch ein bisschen schwieriger zu handeln. Heute mit dem ganzen ABS, Kurven-ABS, Traction Control, im ganzen elektronischen Helferlein, Anti-Wheelie Control und so weiter. Gerade bei der ist ganz, ganz, ganz wichtig, sonst kriegst du die Leistung gar nicht auf die Straße, weil du hier nur auf dem Hinterrad unterwegs bist. Sehr geil.
Genau, wollte ich sagen, macht es alles leichter natürlich. Auf jeden Fall wollte ich nicht mehr quatschen. Das soll das kurze Abholungsvideo gewesen sein. Wenn euch die Karre gefällt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Es wird eins der coolsten Projekte dieses Jahr sein. Jetzt kommt auch noch ein bisschen die Sonne raus. Ist das schön, quasi als Start hier mit der Super Duke, um die erste Fahrt mir so ein bisschen zu versüßen. Ja, und ja, mehr gibt es wie gesagt nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen, wir mal ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten. Pa, pa, pa.